Ja, hallihallo, schönen guten Abend hier zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 4. Ich habe mir mal eben aufgewertet. So, wir sind hier an dem Dorf. Erstmal ein bisschen rausfinden, was uns hier so alles erwartet. Ah, das scheint hier ein interessanter Punkt zu sein. Ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Das sieht sehr nach Bogenschießen aus hier. Ich habe etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer. Die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat. Ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Kein Problem. Die Fälle müssen unversehrt bleiben. Also nimm das. Badra, was machst du? Ein Bogen, sehr schön. Versuch's nochmal. So ist gut. Der Wolfsbau. Was haben wir denn hier? Pflänzchen im Schatten. Mission ist auf der Karte markiert, aber ich möchte mich jetzt hier erstmal ein bisschen umsehen. So, neue Waffe freigeschaltet. A2000, AK-47, M103, SVD, STG, Recurve, Bogen, PKM, RPG. Ja, jetzt haben wir aber ordentlich was nachgeschaltet. Verkaufe Waren im Wert von 66.000 Kirat. Was kann ich denn für so viel Geld verkaufen, ey? Unterhemden. Alte Pornos. Silberarmband. Plastiktüte. Zigaretten. Schnapsflasche. Opiumpfeife. Konservendose. Ich denke mal, das ist nicht schlecht. So, kaufen. Wir können Heilspritzen kaufen. Körperpanzer können wir kaufen. Aber unserer ist noch bei 100%. Munition nachfüllen, bitte. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen kannst. Ein bisschen einkaufen ist nie verkehrt. Wir haben nämlich jetzt wenigstens wieder Munition. So. Ich möchte gerne hier rein. Hallo. Das sieht sehr nach Waffenschrank aus. Seitenwaffen. Ein bisschen einkaufen ist nie verkehrt. Wir haben nämlich jetzt wenigstens. Skorpion, das ist natürlich geil. Aber die erhalte ich auch noch umsonst. Die erhalte ich auch umsonst. SVD. Ah, man kann die Waffen auch kostenlos bekommen. Munition, Karten. Objekte, ja, hier kann ich also benötigte Karten kaufen für ein horrendes Geld. Das ist schon mal gut zu wissen, aber das ist mir jetzt gerade noch ein bisschen teuer, weil ich möchte zumindest jetzt am Anfang das Geld einen Hauch zusammenhalten, dass wir da keine Probleme mit Ausrüstung oder ähnlichem bekommen. Aber warum sind hier zweimal Kaufen-Symbole eingeblendet? Was kann ich denn hier? Okay.
Da liegt noch etwas. Mohan Gals Tagebuch. Wir haben jetzt etwas Erfahrung erhalten. Aha. Tod von unten. Ah, wir haben jetzt erstmal die gute Kondition erlernt. Sehr gute Kondition können wir uns noch nicht leisten. So, Jagdbogen ist dabei. Und wir gehen jetzt mal in Richtung des Wegpunktes, der uns markiert wird. Guck mal, da ist auch ein Quad, das heißt, wir können wahrscheinlich fahren. Ist auch ein Paraglider. Fahrzeugsteuerung. Ja, das sollte fahren und schießen. Jawohl. Ah ja, sehr cool. Wir haben auch eine Fahrhilfe, heißt, wenn wir ein bisschen schießen wollen, geht das auch. Da fahren welche vor uns. Keine Ahnung, wer das ist. Aber wir wollen jetzt erstmal hier nach dem Auftrag schauen, den es hier gibt. Triff dich mit Kanan. Das dürfte sie sein. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren. Ah, die scheint hier gut zu leben. Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Mein Freund Mahabir, ich weiß, dass es viel verlangt ist, dich uns im Kampf anzuschließen. Aber nach Pagamins Verrat müssen wir Stellung beziehen. Kyrat darf nicht länger Ausländern erlauben, seine Zukunft zu diktieren. Ich weiß nicht, was die Götter mit uns vorhaben. Nun, da Pagan Kyrat geteilt hat, aber ich weiß, dass Widerstand unsere einzige Option ist. Mein tief empfundener Dank gilt sowohl dir als auch Kanan für eure unablässige Unterstützung. Mohan Gale. So, wir sollen den Aussichtspunkt erreichen und dabei Tibet-Wolf-Fälle einsammeln. Dürfte ja eigentlich nicht zu schwierig sein. Sauberer Kill für doppelte Ausbeute, das ist sehr schön. Schauen, was hier in der Kiste ist. Ein bisschen Geld. Ein Reissack. So, das Tier hier wird jetzt gehäutet. Wir haben unsere Felle, wie es aussieht. Ah, ich höre auch die Viecher. Ah, shit, das wollte ich doch gar nicht.
Ist ja nämlich hier runtergeplumpst, ohne dass ich das wollte. Hier drüben ist irgendwas markiert. Da will ich jetzt mal schnell schauen, wo, was und warum das so ist. Eine Mani-Mühle gefunden. So, da drüben sehe ich ein Tibet-Wölfchen. Mal schnappen können. Ah, es ist nicht nur einer. Ah, er ist erledigt. Aber Nummer 2 ist noch da. Und er ist auch erledigt. Wunderbar. Wir nehmen uns jetzt natürlich das Fell der Wölfe mit. Das ist ganz wichtig. Denn damit können wir ein Upgrade bestimmt herstellen oder sie wenigstens verkaufen für sehr, sehr teures Geld. Ah, das Viech ist schon zu lange tot, glaube ich. Aber ihn können wir durchsuchen, wie es aussieht. Wunderkerzen dabei. Naja, wenn es weiter nichts ist. So, wir schauen mal eben. Wunderkerzen. So, das Viech ist auch im Eimer. Schauen wir mal hier ein bisschen Geld. Teebeutel, wir können ihn durchsuchen. Ah. Brandpfeile ausrüsten. Das würde ich ja mal schätzen. Wir sollen das Ganze hier... Oh, ich habe mich selber mit in die Luft gejagt. Upsala. Das kann auch mal passieren. Sollte nicht passieren, kann mal passieren. Also nochmal von vorne die Scheiße. Hat er jetzt die Kiste da in der Mitte vom See gar nicht gespeichert oder wie? Scheiße. Also, Kiste nochmal sammeln. Hier drüben die Mühle nochmal. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh ja, 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 die Luft. Scheiße, ey. Atmen vergessen. So, die Mühle hier drehen. Noch ist halt Far Cry recht ruhig hier zum Glück. Aber es sieht schweinegeil aus. Allein das Wasser hier, das ist phänomenal. Ja, natürlich geht es die nächsten Tage auch noch dabei weiter, Unity auf Platin-Status zu bringen, die versteckten Missionen noch zu spielen, dies und das zu erledigen. Ah, mit Kopfschüssen geht es natürlich am allerbesten. Oh, fuck.
Aha, hier lag eine Pistole. Das Wölfchen hier muss auch mit. Ich frage mich natürlich, wofür wir die Felle verwenden können. Für welchen tollen Bonus. Ja, Tiere häuten hier, so. Aber damit musst du nämlich auch nicht ganz reingreifen. Antibabypille? Na klasse, was man hier alles findet. Das Viech ist tot, das ist sehr schön. Es ist gehäutet, das ist noch besser. Herstellen, was können wir denn her? Nächstes Upgrade. Ja, gucke mal. Schabrackentapierfell bräuchten wir als nächstes. Aber ich glaube, ich kann jetzt dadurch einfach die Waffengattung ein bisschen hier mehr tragen. Das wäre natürlich optimal. Zumindest wenn ich jetzt meinen Bogen hier wieder finde. Der war hier bei dem ersten irgendwo. Scheiße. Warte mal, den habe ich erlegt. Den habe ich da erlegt. Hier vorne war das, genau. Ein Schwein getötet. Ich finde meinen Bogen nicht mehr. Super. Mensch, der war doch hier auch irgendwo. Da ist er. Genau, jetzt haben wir den nämlich als Seitenwaffe, so wie ich das auch gerne haben wollte. Hier ein Brandfall. Ja, das hat gescheppert. Das war ein Checkpoint. Jetzt sollen wir zu Kanan zurückkehren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier wieder hochkommen. So, erstmal hier das Viech häuten. Ja, Beutetasche fast voll, sagt er. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Habe ich noch nicht das Richtige getötet, um diese vergrößern zu können. Schauen wir mal. Wir sind jetzt gleich wieder bei Kanan am Lager. Das ist nur ein Schwein. Ich dachte, das wäre was anderes. Ja, die Ladies sind hier am Quatschen. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Oh. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabah.
Das ist kein Leben für ein Kind. Als Objekt behandelt zu werden. Als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Aber ich sollte die Untertitel mal einschalten, so fürs Let's Play. Grafik, da müsste das drunter sein. Untertitel Deutsch. Kann ich mich jetzt wieder bei Uplay anmelden? Ja, Uplay macht im Moment leider einige Probleme. So, wie es den Anschein macht, jetzt auch gerade wieder. Ich habe mir den Rücken verzogen, deswegen klinge ich so ein bisschen komisch zwischendurch. Das tut richtig Schweineweh, mein Lieben. Aber was soll man machen? So, ich gucke mal eben in die Companion-App von FC4 rein. Er lädt und lädt. Aber das sieht aus, als wenn Uplay mal wieder Probleme macht. Deswegen machen wir gleich weiter mit Folge 3 von unserem Let's Play Far Cry 4.